Ja, grüß Gott, meine Freunde vom Heiligs Blechle und herzlich willkommen zur Folge Nummer 88. Es gibt wieder Jesus-mäßig viel zum Sehr. Viel Spaß. Es geht los. Was jetzt interessant wird. Der erste checkt. Und der nächste schläft. Und er schläft. Und er schläft. Und er checkt. Guten Morgen, Deutschland. Und damit auch guten Morgen, ich meine Mittag, Deutschland und viel Spaß mit dieser Folge. Das Eichhörnchen! Eichhörnchen-Alarm! Botschaften auf dem Albumcover hier von Behemoth. Sehen wir vier ineinander verschränkte Kreuze mit Jesus Christus. Der da auch ein Popo auf eine Schlange zieht. Alter, der macht wieder den bösen Motorradfahren allen Namens Ehre. Das sehe ich leider viel zu oft. Diese Leute haben einfach keinen Respekt mehr, vor gar nichts. Wusstet ihr, dass eine Zigarette 10 bis 15 Jahre braucht, um sich in der Natur wieder zu zersetzen? Na, könnt ihr sie erkennen? Ja! Genau dort, eine Abfahrt. Nix wie raus. Wer weiß, wann die nächste kommt. Und wisst ihr, wie es mit solchen Leuten weitergeht, wenn sie erstmal in der Ausfahrt sind? Vielleicht so. Marty hatte uns zugegeben, dass er bei dieser Fahrweise etwas mehr Abstand halten sollte. Guck mal im Spiegel, du Eule! Lasst euch in solchen Situationen nicht stressen. Wir sagen es immer wieder: In der Ruhe liegt die Kraft. Meine Fresse nochmal! Wie war das nochmal mit der Ruhe? Aber klar, bei solchen Vollbremsungen rutscht einem schon mal das Herz in die Hose. Laut Maurice hat der Fahrer ihn so angeschaut, als ob Maurice hier den Fehler gemacht hätte. Ist doch echt nicht zu glauben, oder? Oh mein Gott, das ist eine Mitte. Du bist Schweizer. Alter, was macht der denn da vorne? Das, was ihr da hört, sind die Wasserkisten, die gerade runtergefallen sind. Ihr denkt euch jetzt auch bestimmt, warum hilft denn Phantomias nicht? Er hat bestimmt wohl seine Gründe, wer weiß. Vielleicht hatte er zu dem Zeitpunkt einen gebrochenen Arm oder ein gebrochenes Bein. Oder beide Arme und Beine waren gebrochen.
haben mich schon wieder vergessen. Ich hab dich nicht vergessen. Und warum überholen Sie mich dann? Das zweite Mal schon. Warum überholen Sie überhaupt? Warum überhole ich? Ja. Und das noch in einem verkehrsberuhigten Bereich. Da geht Schrittgeschwindigkeit. Und diese Geste hier suggeriert wohl, dass ihm die Schrittgeschwindigkeit herzlichst egal ist. Da ich den Clip stumm machen musste, musste ich ihn von unserem 100-köpfigen Special Effects Team nachvertonen lassen. Hup! Schnauze da hinten! Danach bretterten sie auf der linken Spur davon. Hier zeigt euch jemand, wie man superschnell und effizient einparkt. Achtet mal auf die Ampel. Jetzt schaltet sie auf Rot. Na, glaubt ihr, da kommt noch was? Ja, endlich. Lieber spät als nie. Also für so einen krassen Rotlichtverstoß muss es doch eine Erklärung geben. Eventuell hat er ja wegen Jens ES. Die Ampel nicht gesehen. Er scheint wohl einen größeren LKW zu fahren. Der allergrößte Batzen dieser Umlage an Juniper gehen soll. Monty nannte den Clip Ritter und Knappe bereiten sich auf die Kiosk vor. 34 Milliarden sollen zur Rettung von Uniper und der bisherigen Gazprom Germania, heute Silver Group, genutzt werden. Offiziell bestätigt ist es aber noch nicht. Und die Kritik ist, finde ich, trotzdem gerechtfertigt, denn dann würden rund 10% von 34 Milliarden an Firmen gehen. Ob der Helm dafür reicht? Und zum Schluss wie immer ein Beispiel von Solidarität im Straßenverkehr. Naja, fast. 13 Autos fuhren hier einfach vorbei. Hier also mal einen fetten Dank an Azantul fürs Helfen. Und apropos danken, ich danke auch den Pixlern der heutigen Folge. Preiset den Franken und preiset Stefan. Denkbar schlechter Parkplatz, würde ich sagen. Da steht der nächste. Oh Gott, ja, am Schweine. Ja, manchmal läuft's nicht. Und an dieser Stelle ein Riesendank an alle Videospender.
ist ein richtiger Macher. Und falls ihr sehen möchtet, wie ein Fußgänger beinahe zu Hackfleisch verarbeitet wird, dann schaut doch gerne mal in die Folge 87 rein. Und wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, dann haut auf eure Dashcam und schickt uns gerne eure Videospende an rlp.dashcam@gmail.com. In der Videobeschreibung findet ihr alle weiteren Infos dazu. Ich hoffe, euch hat's gefallen und egal wie euer Urteil ausfällt, ich würde mich in jedem Fall auf eine kleine Bewertung freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin fahrt gut und besser. Ade!